Ein so ein Kreisel, da braucht eh keiner. Wo geht's hier lang? Ich speichere mal sicherheitshalber hier. Hier geht's nirgends weiter, oder wie? Oder gibt's irgendwie einen Hebel? Nicht. Auch nicht. Wenn ich ihn wieder übersehe, bitte seht's mir nach. Ihr kennt meinen, meinen Bergspinnenarbeiter. Ah ja. Interessant. Es erwarten uns also Spinnen hier drin. Mit einem Haufen Seelensteinen, scheinbar. Also ein Haufen ist gut, ich habe bis jetzt nur zwei gefunden, aber ich bin schon mehr als in... Ja, anderen Dungeons. Stirb, Spinne! Mit Feuerart. Der ist effektiv, muss man schon mal sagen. Okay, nichts Interessantes. Schauen wir doch mal, wo uns der Weg hier hinführt. Spinne? Lebende Spinne? Tote Spinne? Tote Spinne. Ach, ein Granatstein. Sollten wir mitnehmen. Geht's hier noch weiter? Nein, genau, gar nirgends hin. So, jetzt geht's hier weiter. Schauen wir doch mal, wo wir da hinkommen. Zu den Spinnen zum Beispiel. Scheinbar bringen die Feuerangriffe auch nicht viel gegen die. Okay, was hat dieses Zahnrad jetzt hier verloren? Das ist mir hier drin irgendwie beunruhigend automatisiert. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Wer bist du? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Stirb! Stirb, sag ich doch. Das ist ein Katschiet, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Katschiet. Jupp, das ist ein Katschiet. Oh, Holzfällaxt, Pölzern brauche ich nicht. Kann ich dem irgendwas andrehen hier? Den Nordpfeile braucht auch kein Mensch. Spitzhacke, Stahlstreitaxt. Was hat der mir jetzt da angedreht? Zaubertränke, ja, super. Ich brauche mal wieder... Alter, ich hasse das, dass mein Inventar immer so voll ist. Ebenerz, das behalten wir auf alle Fälle mal. Das braucht kein Mensch. Ja, jetzt sind wir wieder unterm Limit. Mehr oder weniger. Ach, da ist auch noch einer. Ach, ein Toter. Ach, oh, so. Ich will gar nicht wissen, was da vorgefallen ist. Oh, oh. Etwas beunruhigend gerade. Ich speichere mal lieber. Ach, das sind die automatisierten Teile hier. Cool. Aber was zum Teufel macht dieses Ding? Oh mein Gott. Hilfe! Bist du? Ein Roboter! Cool. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Sag ich doch nicht sterben. Aggressive Roboter, was geht denn jetzt auch hier? So, jetzt wieder mein Flammenzauber. Zwergenöl, ah ja. Was will ich mit den ganzen Balken hier sehen? Haben die irgendwie einen Sinn? Was macht jetzt dieses Teil hier? Gar nichts. Passiert da? Kann man da überhaupt irgendwas machen da? Nee, oder? Das Ding fährt sinnlos im Boden und wieder zurück. Also wieder raus. Puh, naja, wenn es meint. Wenn es ihm gefällt, sollst du es ruhig machen. Hier scheint es weiter zu gehen. Ich speichere mal nochmal. Oh mein Gott. Alter, hab ich das jetzt erschreckt. So eine fiese Falle. Und hier greifen doch bestimmt gleich wieder Roboter an. Ja, sag ich doch, da hinten. Oh, Bergspinnenarbeiter. Ah ja. Das sind auch Roboter. Sterb, ihr Bastarde. Sag ich doch. Kommt da noch einer? Ich möchte mich nämlich kurz mal heilen. Muss ich immer dazwischen herwechseln, ist immer ein bisschen doof, aber geht schon. So. Ups. Favoritenmenü wollte ich. Was ist das? Oh. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht aufnehmen. Wo ist das jetzt? Ah, das Metall braucht kein Mensch. Was sollen die ganzen Bauteile?
Ich darf nicht mit nichts mehr mitnehmen eigentlich. Ich greife doch bestimmt gleich wieder einen Roboter an. Was bist du für eine Tür? Oh, eine Tür. Und geht's hier auch noch weiter? Irgendwo vielleicht? Ah, ich kann die Dietriche. Ich sollte eventuell irgendwann mal Dietriche kaufen. Aber naja, das verpeile ich doch eh wieder. Kennt ihr mich ja in diesem Zusammenhang? Ups. Hallo Pfeile oder Dornen oder Speere oder was auch immer. Zwergenriss. Oh yeah. Amethystgold. Bekleidung. Zwergenriss. Und die Stahlrüstung kann dann weg. Wir lassen mal da. 335, ja klasse. Die ist viel zu. Oh mein Gott. Ich hasse das. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal. Die lasse ich jetzt mal da. Dann sind wir auch wieder drunter. Wo geht's jetzt hier lang? Ich muss mal kurz auf die Map schauen. Hier gibt es auch keine Quest oder so. Das kann man also nur erkunden. Interessant, interessant. Stirb, Spinnenarbeiter. Geht doch. Hat der noch irgendwas Interessantes dabei? Ein Seelenstein. Alter! Wie weit geht's hier bitte noch? Hier ist verschüttet. Beunruhigt mich gerade dieses Geklappere. Irgendwie eine kleine Kammer. Scheint eine Schlafkammer gewesen zu sein. Und Trank der starken Heilung und Ausdauer ist immer gut. Also hat sich schon mal bis jetzt schon mal gelohnt, dass wir hier drin sind. Weil schon mal wegen der Zwergenrüstung. Hier geht's auch noch irgendwo rein. Ach, kein, brauche ich die Dietriche für. Naja, doof. Irgendwie ja schon beeindruckend hier drin. Oh, hallo Arbeit. Erinnert mich ein bisschen an das Kampfsystem von Gothic, hier auch nur ziemlich stupides Rumgeklicke, aber naja. Ist jetzt nicht so tragisch. Kann man auf jeden Fall verschmerzen. So, Kreiselplatte nutzt uns nichts. 100 Trank des Waffenschmieds, was bringt der? Zaubertränk. Verbesserung von Waffen und Rüstungen für 30 Sekunden um 30% besser. Ah ja, okay. Kann man sich mal merken. Und speichern natürlich. So, und wo komme ich jetzt hier hin? Ach, da unten waren wir, glaube ich, gerade schon. Kommen wir jetzt irgendwie weiter. Ah. Sehr gut, weiter. Rah. Muss ich warten, bis die wieder abhauen, ne? Stirb, Zwergenarbeiter. Frag ich doch. Dann gibt's ja noch was Interessantes. Kommen wir hier rüber, okay. Hier noch was? Nee. Speicher mal und dann geht's weiter. Brauch ich den Fackel. Aber so geht's ja auch einigermaßen. Dann geht's hier weiter. Oh mein Gott, ist das groß. Zeug zu entdecken hier. Ah ja, hier gibt es irgendwie ein Laboratorium, was ich jetzt gerade gelesen habe. Ich habe es jetzt zu schnell weggeklickt. Das werden wir dann gleich sehen. Bitte lade dich schneller, Skyrim. Ah ja, gut. Hier geht es auch wieder rein. Und so eine golden schimmernde Rüstung macht auch gleich viel mehr her. Oh. Du machst nichts mehr hier gleich. Sag ich doch. Speichern kurz. Und dann weiterschauen hier. Ist auch cool gemacht. Weil ich befürchte, dass da noch ein Bossgegner auf uns wartet, der wahrscheinlich nicht so einfach so besiegen wird. Wie ich das hier drin so sehe. Ich hoffe, dass das einigermaßen geht. Ich spiele ja eh schon auf leicht. Stirb, Zwergensphäre. Oh, da ist Öl auf dem Boden. Das kann man anzünden. Cool. Muss man wissen. Hallo, Spinnenarbeiter. Habt ihr irgendwas Interessantes dabei? Nein. Bastschwert. Falmerschwert. Ja, das war auch wieder klar.
Aber was ist, macht dieses Schwert? Schaden 17. Schaden 18. Das ist zu teuer. Zu schwer, das ist weg da. Da macht unser Schwert mehr Schaden.